schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Purzelcake. In den nächsten Tagen gibt es lauter Videos mit Rezepten von Zuschauern, denn bei Facebook hatte ich einen Aufruf gemacht, gewinnt mit eurem Lieblingsrezept und es haben einige mir ihre absoluten Lieblingsrezepte geschickt und die werde ich nun in einem Video festhalten und das Video, das die meisten Däumchen bekommt auf YouTube, nicht bei Facebook, sondern hier auf YouTube, derjenige bekommt ein tolles Gewinnpaket zugeschickt. Unter allen eingesendeten Rezepten wird dann noch ein zweiter Gewinner ausgelost und das machen wir aber alles erst am Ende der Aktion. Wir starten heute mit dem ersten Video und zwar mit einem Rezept von der lieben Daniela. Sie hat mir ein Rezept von einem Tortellini-Salat geschickt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Für unseren Tortellini-Salat brauchen wir logischerweise Tortellinis. 500 Gramm Tortellini mit Fleischfüllung habe ich jetzt hier. Dann brauchen wir noch 300 bis 400 Gramm Tomaten. Die solltet ihr natürlich vorher erstmal gründlich waschen. Dann brauchen wir noch zwei kleine Zwiebeln oder eine große, je nachdem was ihr da habt. Eine ganze Salatgurke, auch die sollte gewaschen sein. Und dann noch 300 Gramm Kochschinken, den habe ich hier schon klein geschnitten. Vorzugsweise könnt ihr ein Glas Miracle Whip Mayonnaise nehmen oder ihr nehmt einfach eine No-Name Marke, so wie ich das hier gerade getan. Die Tortellinis werden wie gewohnt in Salzwasser gekocht und sobald sie fertig gekocht sind, könnt ihr sie einfach in eine Schüssel geben und dort abkühlen lassen. Nun kommt die Schnibbelarbeit. Die frisch gewaschene Gurke, die schneiden wir jetzt grob in Stücke und da nehme ich mir nun meinen Nicer Dicer zur Hilfe und der würfelt mir das alles in gleich große Stücke. Das gleiche mache ich dann auch mit den Tomaten. Auch die gebe ich in den Nicer Dicer, um sie so fein zu würfeln. Als letztes werden nun noch die Zwiebeln geschnitten, geschält und dann geschnitten und am besten ihr reibt sie, dann sind sie schön fein. Ich habe jetzt dafür hier meinen Turbochef, da kriege ich die ordentlich klein geschnitten, gehäckselt, wie auch immer. Und nach dem Rezept kommen die Zwiebeln jetzt roh in den Salat. Ihr könntet sie aber auch anbraten, wenn ihr so dieses röstige Aroma mit drin haben wollt, schmeckt das sicherlich auch sehr gut. Dann nehmt ihr euch alle Zutaten und vermengt das Ganze miteinander. Als nächstes fügt ihr dann die Mayo hinzu. Auch hier im Rezept steht gleich das ganze Glas Mayo reinmachen. Auch das ist variabel. Entscheidet einfach, ab wann euch der Salat am besten schmeckt. Ich für meinen Teil habe jetzt zum Beispiel kein ganzes Glas oder ganze Tube reingemacht, sondern nur die Hälfte davon. Dann wird das Ganze nur noch abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und Muskat. Da könnt ihr auch gewürztechnisch euch ein bisschen austoben. Da müsst ihr auch einfach ausprobieren, was ihr gerne noch so reinhaben möchtet. Aber im Grunde das mit dem Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat, das reicht vollkommen aus und der Salat schmeckt richtig lecker. Ja, das war das Tortellini-Rezept von der lieben Daniela. Dieses Tortellini-Nudel-Salat-Rezept ist natürlich super für jede Grillparty oder generell, wenn man so Partys hat, fürs kalte Buffet. Super geeignet, richtig lecker. Votet auf jeden Fall für ihr Video, denn ihr wisst ja, derjenige mit den meisten Däumchen bekommt ein Überraschungspaket geschickt. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann auch bei dem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss und lasst es euch schmecken.